das ist unser Spieler des Tages heute mit der Nummer 80, Yannick. Yannick, heute hat es nicht ganz gereicht, am Ende trotzdem noch gut mal rangekämpft, drei Tore Abstand. Wann war der Moment, wo so ein bisschen klar war, dass es vielleicht nicht mehr reicht am Ende? Ja, ich denke, am Kampf hat es heute nicht gehangen. Wir haben uns da voll reingehauen. Ja, ich denke, am Ende, Minute vor Schluss, steht es, glaube ich, -4. Und dann ja, kämpfst du natürlich weiter und hoffst, dass du noch irgendwie da drankommst. Aber ja, realistische Chance war dann nicht mehr. War das Skopje auch ein super starkes Team in der Champions League? Wie siehst du die Ausgangslage in diesem Wettbewerb? Ja, wir haben jetzt noch 3 Spiele. Und wenn wir die 3 Spiele gewinnen, denke ich, dass wir ja, Richtung Platz 3 kommen. Platz 2 vielleicht noch. Dafür muss aber alles perfekt laufen. Und ja, die Spiele müssen wir gewinnen. Du warst einer von den Jungs, die uns 3 Wochen lang unheimlich viel Spaß gemacht haben bei der Heim-WM in Berlin, in Köln, in Hamburg. Was war das für dich für ein Gefühl, diese 3 Wochen mitzuerleben? Ja, das war Handballwahnsinn pur. Ganz Deutschland stand da hinter uns, haben uns angefeuert, ähnlich wie es hier in der Arena der Fall ist. Ja, es war eine riesen Euphorie, es hat riesigen Spaß gemacht. Am Ende natürlich mit einer kleinen Enttäuschung im 4. Platz, aber jetzt mit ein bisschen Abstand kann man schon sagen, dass wir stolz auf unsere Leistung sind und wollen daran anknüpfen. Jetzt kommt am Samstag der Bergische HC. Viel Vorbereitungszeit bleibt ja erfahrungsgemäß nicht. Das seid ihr aber eigentlich gar gewohnt, aber der BHC ist auch immer gefährlich, oder? Ja, wir haben schon 2 schwere Spiele gehabt diese Saison gegen BHC und wissen, wie gefährlich die Mannschaft ist. Aber ich glaube, hier zu Hause mit unserer normalen Leistung dürfte da nichts anbrennen. Wir wollen uns auch darauf wieder perfekt vorbereiten und ein gutes Spiel machen, um die 2 Punkte dann hier zu behalten. Vielen Dank an unsere Nummer 80, an Yannick Kohlbacher. Danke dir.